Hallo meine Lieben und schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Witch Crown Box und ich freue mich extrem, weil ich habe das Gefühl, es ist schon so lange her, dass ich eine Witch Crown Box ausgepackt habe. Für all diejenigen, die Witch Crown noch nicht kennen, es ist eine deutsche Buchbox und es gibt eine Buchbox, es gibt eine Harry Potter Box, es gibt eine Liebesbox, eine Kinderbox, also da ist wirklich für jeden was dabei. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox. Die Box wurde mir ganz unverbindlich zugeschickt. Also ihr bekommt hier meine ehrliche Meinung wie immer und ja, sie ist nochmal in Papier eingepackt, was ich ganz schön finde, weil Witch Crown macht auch immer sehr schöne Designs bei den Boxen und dann kann man die gut zweckentfremden. Also ich mag das tatsächlich ganz gerne, so für Kruscht, nennt man es bei uns im Schwabenländle, im Keller. Also ich habe dann irgendwie so Schrauben oder irgendwelche Sachen, wo ich nicht weiß wohin, tue ich dann immer in meine hübschen Verpackungsboxen rein. Also ja, ich finde, man kann sie sehr gut zweckentfremden. Okay. Wir haben hier die Box und wir sehen schon das Symbol der Todesser. Ich glaube, das ist dieser Schädel, der auftaucht bei diesem Quidditch Weltturnier, war das? Ich glaube, es war ein Weltturnier. Auf jeden Fall da, wo das oben am Himmel kommt. Das erste, was wir hier drin haben, Opening April 1996, Fred and George, Wizard Weasleys, Weasleys. So sieht das aus. Und ich glaube, ja, das ist die Spoilerkarte. Die lege ich jetzt mal daneben, weil das will ich mir jetzt noch nicht anschauen. Und wieder haben wir diesen wunderschönen Sticker, Packed by Elves, was ich so schön finde. Und was ich auch cool finde, ihr könnt auch unterscheiden bei der Witch Crown Box, ob ihr zum Beispiel ein T-Shirt dabei haben möchtet oder nicht. Und natürlich dementsprechend zahlt ihr halt mehr oder weniger. Finde ich mega cool, weil manchmal braucht man ja nicht so viele T-Shirts oder man möchte unbedingt gerne eins haben. Also das könnt ihr auch auswählen. Und ich greife jetzt einfach mal neben mich und das erste, was wir haben, ist ein T-Shirt. Und ich muss sagen, ich finde die Qualität immer sehr gut bei Witch Crown. Und was haben wir hier? Oh, okay, das ist schön. Das ist schön. Schaut mal. Da steht, I am the Half-Blood Prince. So sieht das Ganze aus. Und ich finde es auch cool, weil es nicht so schwarz ist, sondern so ein dunkelblau. Also das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Das ist sehr schön. Mir gefallen die Farben voll. Es passt auch irgendwie voll in meinen Hintergrund. Das T-Shirt finde ich sehr hübsch. Also das ist dabei. Ihr könnt natürlich auch angeben, welche Größe ihr habt. Dann, was haben wir hier? Was ist das denn? Hä? Das ist so ein kleines Kissen, ne? Fürs Fenster? Hä? Also so ein kleines Kissen mit Dumbledore. Soll das so als Bild gemeint sein, wie diese sprechenden Bilder? Da ist auf jeden Fall Dumbledore und Phoenix drauf. Also ich verstehe nicht, weil das kann man irgendwo dran machen, aber ich verstehe noch nicht, wieso. Naja, wir werden es herausfinden. Was haben wir hier? Also es ist erstmal nur eine Box mit einem wunderschönen Label drauf. Und ich mach's mal auf. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht den Namen. Diese Erinnerungen, die man bei Dumbledore im Büro einführen kann. Oh mein Gott, wie schön ist diese Fiole, bitte. Schaut mal. Und das kann man sogar aufmachen. Oh, ist das schön. Die finde ich richtig schön. Ganz ehrlich. Ist die unten offen? Nee. Ich könnte mir sogar vorstellen, hier einfach so ein Duftöl oder so reinzufüllen, weil ich finde, es sieht einfach so hübsch aus. Und dann kann man das auch für Parfum verwenden. Ne? Also das finde ich richtig, richtig schön. Wie ist denn der Name von diesen Fiolen, wo die Erinnerungen drin sind, die man sich dann so aus dem Hirn zieht und in diesen Brunnen rein... Ich bin der schlechteste Harry Potter Fan, aber ich bewundere Menschen, die sich so alle Namen und alle Details merken können. Ich kann es halt nicht, vor allem wenn es halt lange her ist, dass ich die Bücher oder Filme angeschaut habe. Aber diese Fiole ist bis jetzt mein Favorite. Oh mein Gott, diese Watte fühlt sich so eklig an. Ich weiß nicht warum, aber es gibt so Materialien, die hasse ich anzufassen und das gehört dazu. Aber sehr gut verpackt, es hält. Und ja, also ich finde es wirklich sehr schön, auch mit diesem Sticker, der ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch.
Dann haben wir ein kleines Geschenk. Wir lieben kleine Boxen mit süßen Geschenken. Also ich verstehe immer noch nicht das Kissen, gell? Ich verstehe es nicht, aber ich glaube, wir bekommen das nachher bestimmt nochmal erklärt. Und was ist hier drinnen, wenn ich es aufbekomme? Hä, bin ich jetzt doof? Ja. Okay, es sieht erstmal so aus. Und wie... Oh mein Gott. Ist das mit einer kleinen Karte drinnen? Dear Harry, thinking sweet thoughts of you. Romilda, XO. Oh mein Gott, ist das süß, diese kleine Karte. Und was ist hier drin? Was ist hier drin? Oh, Schokolade. Das finde ich süß. Also ich muss safe jetzt erstmal eine essen. Das ist ja mega süß. Kleine Schokoladenherzchen, die wir auch essen können. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ich brauche gerade so dringend Schokolade. Mein Zucker ist so weit unten. Ne? Mm. Weiter geht's. Ich habe nur überall Schokolade zwischen den Zähnen. Wow. Wir haben hier eine Flasche. Es sieht aus wie eine Weinflasche. Richtig gut verpackt. Wirklich mega Witch Crown. Ihr habt das mega verpackt. Und da ist auch was drin. Madame Rosmerta's Oak Matured Meat. Meat? So sieht das Ganze aus. Kann man das öffnen? Oh ja, was ist da drin? Es riecht einfach nach nichts. Ist da Wasser drin? Also ich weiß nicht, es riecht nach nichts. Ich möchte es jetzt nicht testen, aber eine wunderschöne Flasche. Schaut es euch mal bitte an. Also wie hübsch sieht die bitte aus? Die macht sich hinten auf jeden Fall toll auf meinem Shelf. Das sieht so schön aus. Also ich bin fasziniert von der Qualität. Also ich muss sagen, ich finde bei der Witch Crown erkennt man auch so einen krassen Qualitätsunterschied, wie sie sich von Box zu Box einfach auch steigern. Das finde ich mega. Hier haben wir noch ein Bild. Ein Buchcover, das wir benutzen können. Libatius Borage's Advanced Potion Making. Das ist für das Buch, glaube ich, ein Cover. Schaut mal. Das finde ich sehr cool, wenn es dann auf das Buch passt. Warte, ich hole es mal gleich raus, dann teste ich es. Was ich aber direkt sagen muss, und das triggert mich so hart. Warum ist Making? Warum ist das nicht einmal in einer Reihe? Oh mein Gott, das würde so viel schöner aussehen, wenn das in einer Reihe... Ich weiß nicht, bin ich die Einzige, die das triggert? Es würde auch besser aussehen, wenn es in einer Reihe wäre, das Wort. Warum wurde das Wort geteilt? Ich verstehe es nicht. Aber eine sehr coole Idee. Also ich mag ja auch bei der Allcrate Box diese Buchcover. Die finde ich mega cool. Das werden wir gleich noch uns nochmal näher anschauen. Jetzt gucke ich mal hier. Hier sind noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Also, wir haben hier noch ein Lesezeichen, was ich auch sehr schön finde. Wieder mit dem Print vom T-Shirt auf beiden Seiten. Finde ich süß. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann haben wir ein Ticket. London Hogwarts Plattform 9¾. Ein Ticket für den Hogwarts Express. Auch mega hochwertig gemacht. Also auch so foliert und alles. Sehr, sehr, sehr schön. Felix Felicis. Das Liquid Luck, das ist, glaube ich, einfach nur eine Postkarte, aber auch sehr hübsch. Richtig, richtig hübsch. Das gefällt mir voll gut. Also sowas kann man voll schön in sein Journal kleben oder so. Dann haben wir hier nochmal das Bild von Dumbledore. Auch so einfach als Karte. Ah, okay, Warnhinweis. Madame Rosmertas Flasche ist lediglich ein Dekoartikel. Die Flasche sollte nicht geöffnet werden. Der Inhalt ist nicht zum Verzehr oder zur äußerlichen Anwendung gedacht. Kann Flecken hinterlassen. Den Inhalt bitte nur im Hausmüll entsorgen, nicht im Abfluss. Romilda Vane Chocolate zum Verzehr. Inhaltsstoffe bla 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 bla. Mhm. Wir haben es getestet. Das schmeckt sehr gut. Und dann haben wir noch einen Blog bekommen. Ich liebe Blog. Ich liebe Schreibwarenartikel. Damit kann man mich immer glücklich machen. Und, okay, es ist einfach ein... Es ist einfach ein ganz normaler Block.
So ein bisschen auf alt gemacht. Und hier ist mein Haus obendrauf, Ravenclaw. Ich weiß jetzt nicht, ob überall Ravenclaw drin ist oder ob jeder sein Haus dann oben auf dem Block hat. Aber wenn ja, dann mega. Also ich finde das richtig schön und ich werde das auf jeden Fall benutzen. Ich finde das sehr hübsch. Ich, wie gesagt, mit Blocks kann man mich immer glücklich machen. Jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Ach, das ist Briefpapier. Entschuldigt bitte, Briefpapier. Im Hausblock, Warenwert 7,99. Also ja, das wird wahrscheinlich für jeder bekommt das Haus, was er hat. Dann haben wir hier das... Ach so, das ist ein Busticket. Busticket A6-Karte, Warenwert 3,99. Ja, also ich glaube nicht, dass es 4 Euro kostet. Also das finde ich jetzt ein bisschen too much. Ich weiß nicht. Dann haben wir das Lesezeichen und das T-Shirt. Das T-Shirt 15,99. Ich finde den Preis vollkommen in Ordnung. Lesezeichen 2,50. Romilda Wayne Schokolade plus Karte. Warenwert 5,99. Ist mir ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Also Witch Crown. Ich 3 Stückchen Schokolade, die Box und ein kleiner Zettel. Madame Rosmertas Oak Matrix Matte, Warenwert 15,99. Okay, ja. Kissen fürs Auto und Print. Ach, das ist ein Autokissen. Das heißt, wenn ich das so hinmache, dann kann ich da meinen Kopf an die Fensterscheibe machen. Das finde ich lustig. Ich glaube, das ist für Kinder ganz cool. Erinnerungen für Denkarium Horace Slughorn, Warenwert 8,99. Ja, das finde ich okay, natürlich. Als Warenwert finde ich das 8,99 Euro völlig legitim und ganz ehrlich, das würde ich mir dann auch kaufen in so einem Harry Potter Shop oder so. Dann haben wir die Felix Felicis A6 Karte, auch für 3,99 Euro. Und das Potion Making Buchcover, Warenwert 12,99 Euro, finde ich, ja... Da muss ich sagen, ich müsste jetzt einfach mal gucken, was jetzt die... Warte mal, ich hole mal kurz. Mir sind die Laschen also es... Es könnte etwas länger sein von den Umklapplaschen. Also das ist wirklich nur so ein bisschen reingesteckt. So sieht das Ganze dann aus, um das Buch gewickelt. Also sieht auf jeden Fall mega cool aus. Allerdings, also mich triggert dieses Making, das regt mich voll auf. Das regt mich so auf. Warum? Und ich hätte mir irgendwie noch einen Porsche. Also ich finde die Idee, dass Witchcrown damit anfängt, finde ich mega genial. Allerdings... glaube ich, hätte man auch aus diesem Potion-Making vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Vielleicht noch ein Potion oder so dazu machen. Und ich verstehe nicht, warum Making einfach getrennt wurde. Ich verstehe es nicht. Zum Vergleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eins von... wie heißt die? Old Scrate? Das ist zum Beispiel so eins. Die haben deutlich längere Maschen auch. Also diese Laschen da, also die gehen deutlich länger. Und wir haben das Ganze auch so ein bisschen foliert. Ja, es ist ein bisschen aufregender. Da passiert mehr. Das Design finde ich jetzt nicht ganz so schön, muss ich jetzt dazu sagen. Aber da passiert so ein bisschen mehr. Da ist das doch ein bisschen schlicht. Und mich erinnert das jetzt eher so an einen, weiß ich nicht. Also ich würde es mir jetzt nicht kaufen, sagen wir es mal so. Aber... ich finde es cool, wenn in der nächsten Box wieder ein Buchcover kommt. Also ich finde es mega cool. Würde mir allerdings, wie gesagt, ein bisschen mehr Action wünschen. Hier die Flamme hinten finde ich mega cool. Aber ja, ist nicht mein Design. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ist aber auch vielleicht ganz cool, dass es so ein bisschen dezenter ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich freue mich da auf jeden Fall über eure Meinung dazu. An sich finde ich die Box mega. Ich finde die Karten sehr, sehr schön. Die Schokolade finde ich super süß. Diese Flasche wunderschön gemacht. Wirklich wunderschön gemacht. Und auch... es ist mir gerade runtergefallen. Es hat überlebt. Das ist mein Favorite. Auf jeden Fall. Sieht wunderschön aus. Ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank an Witchcrown für die Zusendung der Box. Ich freue mich auf eure Kommentare. Die Box bzw. Witchcrown ist unten verlinkt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Unpacking. Bis bald. Tschüss.